Also es war ganz wichtig, dass wir die 2 Punkte mitnehmen. Wilhelmshaven hat mit Sicherheit eine noch schwierigere Situation wie wir allgemein. Und die kämpfen um jeden Meter. Und da sollten wir heute gegenhalten. Das haben wir gemacht. Und von daher einfach nur glücklich, dass wir die 2 Punkte hier behalten. Was war für dich der Schlüssel zum Erfolg heute? Also erstmal, wir haben uns als Ziel gesetzt, dass wir die Anfangszeit besser nutzen und wieder, also dass wir einen stärkeren Schlag hinlegen, das haben wir heute gemacht. Und natürlich die Abwehr mit Dennis hinten im Tor, der hat heute ein Riesenspiel gemacht und das war der Matchwinner. Ja, es ist einfach richtig gut gewesen, was er heute gemacht hat. Ein Riesenrückhalt, den wir heute hatten. Die letzten Wochen hat es Nils gemacht, jetzt war heute Klockis Zeit. So kennen wir es und so brauchen wir es aber auch in der Zukunft, dass es genauso weitergeht mit einer aggressiven Abwehr, guten Torhüter dahinter und dass wir halt möglichst wenig Gegentore kriegen. Das war natürlich sehr wichtig. Wir haben das letzte Spiel gegen Eisenach viel Selbstvertrauen getankt. Und jetzt gegen Wilhelmshaven natürlich noch mehr Selbstvertrauen getankt. Also das hilft uns auf jeden Fall für die nächsten Spiele. Ich glaube, dass wir einfach akzeptieren müssen, dass Jens Fortmann auch ein richtig guter Torhüter ist mit Bundesliga-Erfahrung. Der hat uns heute natürlich freie weggenommen, aber wichtig ist, dass wir heute die 2 Punkte hier behalten. In der zweiten Halbzeit hat Wilhelmshaven dann eine offensivere Deckung auch gestellt. Kam dir das persönlich vielleicht ein bisschen entgegen? Du konntest da doch ab und zu mal ein bisschen durchgehen. Ja, auf jeden Fall. Also ich habe ja schnelle Beine, gut 1 gegen 1. Mag das, wenn der Abwehr offensiv auf mich steht. Da habe ich viel Platz, viel Raum, meine Gegner zu benutzen. Und ja. Natürlich, jetzt mit 2 Siegen jetzt in Folge fahren wir jetzt als nächstes nach Dresden und da gehe ich davon aus, dass wir jetzt wieder Punkte holen und wir versuchen den Anfang wieder so zu starten wie heute. Das gute Gefühl sollen wir jetzt mit in das nächste Spiel nehmen. Wir können selbstbewusst dort auftreten. Wir haben jetzt gute Chancen rausgespielt, 2 Erfolge gefeiern können und da wollen wir weitermachen. In Dresden geht es dann auch gegen deinen Bruder. Wird es dann schon mal den einen oder anderen Spruch geben vorher? Das ist vollkommen klar, natürlich. Ja, aber nein, wir bleiben immer sportlich und es ist einfach schön, dass wir beide wieder gegeneinander spielen können und ich wieder Punkte nach Hause holen kann.